Sie sind mit den Kindern der 4a nach München gefahren, um sie dort bei 1, 2 oder 3 teilnehmen zu lassen. Wie war für Sie diese Reise? Also für mich als betreuende Lehrerin war es natürlich total aufregend, weil wir schon einen Tag früher ankamen. Wir kamen schon am Mittwoch an und haben erst einmal das Hotel besucht. Und dann natürlich München als riesengroße Stadt mit 1,4 Millionen Einwohnern und die kleinen Höchster, die da unterwegs sind. Für uns war das erst einmal eine völlig fremde Welt. Dann U-Bahn fahren und dann sind wir noch 4 Stunden im Deutschen Museum gewesen und abends dann noch gemeinsames Essen mit den Kandidaten. Also es war total aufregend. Ist das nicht schwierig, den ganzen Trupp von diesen Kindern zusammenzuhalten? Es war ja die ganze Klasse mit, nicht nur diese 3 Kinder? Naja, in dem Fall war es nicht so schwierig. Bei uns kamen 10 Eltern mit, die haben uns begleitet, die Kandidateneltern und andere Eltern auch, und wir hatten es einfach ganz fein miteinander. Es war ein ganz, ganz toller Tag. Was hat Sie am meisten beeindruckt an dieser Aktion? Am meisten beeindruckt hat mich, dass das von Anfang Ende nur rund gelaufen ist. Die Anmeldung, dann, dass das mit dem Busunternehmen klappt. Wir hatten tolle Sponsoren, die uns unterstützt haben. Und dann natürlich der Sieg, das war praktisch dann das i-Tüpfelchen.